Wir befinden uns im Zentrum der Zauberkunst in Nordhorn-Apelhülsen. Hier treffen sich regelmäßig anliegende Hexen und Zauberer, um sich mit ihrer Kunst auseinanderzusetzen. Wir haben für euch einen Blick hinter die Kulissen werfen können. Im Magischen Zirkel von Deutschland. Der Magische Zirkel von Deutschland, oder kurz MZVD, wurde 1912 in Hamburg gegründet und zählt inzwischen rund 2800 Mitglieder. Jedes einzelne Mitglied besitzt seine ganz eigene Geschichte und seinen ganz eigenen Weg zu der Magie sowie zu dem MZVD. Manchmal reichen auch ganz einfache Situationen, um den Reiz der Magie zu wecken. Ja, ich war früher Lehrer bei der Polizei und da hatte ich einen Schüler, der hat etwas gezaubert, hat etwas mit Karten gezeigt. Und dann irgendwann kam er mal an und hatte einen Zaubertrick, aber den konnte er sich selber nicht erklären und meinte dann, ja, Sie als Physiklehrer, Sie können das, ja, erklären Sie mir das mal. Und ja, ich weiß nicht mehr, was für ein Trick das war, aber den habe ich dann erklärt und dann habe ich gesagt, so, jetzt musst du mir aber auch was zeigen. Und dann hat er mir einen Zaubertrick gezeigt. Ja, das war mein erster Zaubertrick. Zum Zaubern bin ich ganz klassischerweise durch einen Zauberkasten gekommen. Den habe ich damals im Alter von 6 Jahren im Keller gefunden. Der gehörte noch meinem Vater und damit habe ich dann erste Tricks ausprobiert. Ich wünschte mir dann zu Weihnachten direkt einen weiteren, der auch vollständig war. Und habe damit dann immer weiter gezaubert. Und dann habe ich auf privaten Veranstaltungen gezaubert. Die Zauberkunststücke wurden immer größer und dann bin ich irgendwann zum Magischen Zirkel gekommen. Es hat zwar auch angefangen mit einem Zauberkasten, obwohl das eher so der erste Schritt war. Letzten Endes der Schuldige für das Ganze war der Pit, der auch gerade hier schon mal im Bild war, der mir damals, als ich bei dem Jugendzirkus Alfredo mitgemacht habe, mein erstes Kartenspiel geschenkt hat. Und dann habe ich es halt irgendwann nicht mehr aus der Hand gelegt. Das war jetzt vor 10 Jahren ungefähr. Und naja, ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Der Magische Zirkel steht in Kooperation mit dem Zentrum der Zauberkunst, welches nicht nur die Örtlichkeiten für die Treffen und die Bibliothek des Zirkels bietet, sondern auch die Stiftung Zauberkunst und einen Secondhand-Shop für Zauberartikel beheimatet. Das ist Michael Sondermeier, Bibliothekar des Magischen Zirkels sowie Gründungsmitglied der Stiftung Zauberkunst und gemeinsam mit Uwe Schenk Inhaber des Zentrums der Zauberkunst. Bücher sind essentiell, um neue Dinge zu lernen oder bestimmte Hintergründe nachzuvollziehen. Als Bibliothekar des Magischen Zirkels hat Michael Sondermeier somit eine wichtige Aufgabe. Also die Mitglieder des Magischen Zirkels von Deutschland, das sind also inzwischen fast 3000, können auf diese Bücher zugreifen per Fernleihe. Das heißt, ich bin im Grunde ein Bibliothekar, der die Bücher verpackt und verschickt und hofft, dass sie in 2 Monaten wieder zurückkommen. Die Leute dürfen die 2 Monate ausleihen. Der Ortszirkel Nordhorn-Apelhülsen trifft sich im Zentrum der Zauberkunst. In dem Gebäude befinden sich aber noch mehr Dinge, die mit der Zauberei zusammenhängen. Es gliedert sich in mehrere Abteilungen. Also einmal, wie gerade erwähnt, eben die Zirkelbibliothek des Magischen Zirkels, die Leihbibliothek. Dann der SIG-Verlag, das ist unser Verlag, der also Secondhand-Zauberartikel vertreibt und Bücher vertreibt. Und hier, wo wir uns jetzt befinden, das ist die Stiftung Zauberkunst. Das heißt, wir haben hier Bücher, Zeitschriften, Plakate und so weiter, die Inhalt dieser Stiftung sind und konserviert werden hier. Die Zauberkunst gibt es schon seit sehr langer Zeit. Die Aufbewahrung und Erhaltung alter Relikte ist daher eine sehr wichtige Aufgabe. Der Sinn der Sache ist, die Kunststücke und wir haben auch Kunststücke, Bücher und so weiter zusammenzuhalten und auszuwerten. Das heißt, wir digitalisieren die Literatur, damit die Sachen nicht in alle Winde verstreut werden, um alles zusammenzuhalten. Es gibt immer neue Kunststücke, um Zuschauer und Zuschauerinnen zu verblüffen. Die Zauberkunst geht mit der Zeit, bleibt sich aber im Grunde immer treu. Die hat sich langsamer verändert als alles andere. Wenn man sich also Zauberbücher anguckt von 1644 zum Beispiel, das ist unser ältestes, was wir hier haben zum Teil, da sind Kunststücke drin, die heute noch vorgeführt werden. Das ist das Interessante dabei. Natürlich mit anderem Vortrag, moderner heutzutage, aber die Trickprinzipien sind eigentlich zum Teil schon sehr, sehr alt. Hexen und Zauberer sind also keine Relikte aus alter Zeit, sondern äußerst aktuell. Das Hobby oder der Beruf bringt den Akteuren und Akteurinnen sowie den Zuschauern und Zuschauerinnen viel Freude und erhält seit langer Zeit eine wichtige Kultur aufrecht.